eine Navigationsleiste ein. Zack, die intelligenten Hilfslinien greifen wieder. Machen das nochmal ein bisschen größer und nehmen hier die ganzen Effekte mal raus. Die brauchen wir dafür alle nicht. Und lassen jetzt machen wir nochmal eben den linearen Verlauf ein bisschen dunkler. Dann sieht das vielleicht ein bisschen mehr nach Navigation aus. Und wir geben dem hier einfach auch nochmal einen kleinen Rahmen. So. Schauen wir mal in unsere Ebenenpalette. Da sind jetzt alle Sachen drin. Natürlich macht es Sinn, die direkt zu benennen. Ich gehe jetzt auch mal hin und packe hier dieses Logo zusammen und erstelle daraus eine Gruppe. Das heißt, wir können auch hier mehrere Ebenen anfassen und zu einer Gruppe gruppieren und haben dann hinterher über das Direktauswahlwerkzeug oder Teilauswahlwerkzeug die Möglichkeit, die einzelnen Teile innerhalb dieser Gruppe trotzdem noch weiter anzupacken und zu bearbeiten. Hier haben wir unser Headerbild und so weiter und so fort. Das heißt, mit den Sachen, die wir jetzt hier erstellt haben, obwohl, stopp, es fehlt noch der Text, ich mache nochmal eben eine neue Gruppe auf Texte. Das heißt, wir bauen hier nochmal eben so ein bisschen Navigationstext ein. So, der Knopf für die Startseite. Ich setze den mal eben an den äußeren Rand so ein bisschen und dann nehmen wir uns die Ausrichtenpalette zur Hilfe und passen die alle untereinander horizontal an. Benennen die Knöpfe nochmal eben um. Damit haben wir jetzt nun eigentlich die Grundlagen für unsere Website geschaffen. Das heißt, das sind die Bereiche, die auf allen Seiten der Website immer zu sehen sind. Das heißt, wir sehen auf jeder Seite also einen Header. Wir sehen auf jeder Seite die Navigation, wir sehen auf jeder Seite ein Headerbild und die Sidebar natürlich. Und jetzt kommt hier wieder eines der Specials von Fireworks zum Tragen. Das heißt, wir schauen uns das mal hier genauer an und gehen in der Palette, wo auch die Ebenen stehen, auf die Palette Seiten. Das heißt, wir können jetzt in diesem Fireworks-Dokument mehrere Unterseiten anlegen. Wir haben jetzt einfach erstmal so eine Art Grundlagenseite geschaffen und deswegen gehen wir hin und machen diese Grundlagenseite zu einer Masterseite. Das heißt, diese Seite steht auf allen anderen Seiten als Hintergrund zur Verfügung, kann da aber nicht bearbeitet werden. Am besten packt man da halt Sachen rein, die wie gesagt auf allen Seiten zu sehen sind. Ich zeige das jetzt aber an einem Beispiel. Nennen das mal eben Grundlagen. Und fügen jetzt eine zweite Seite hinzu und nennen die einfach mal Startseite. Und fügen jetzt hier auf der Startseite dann einfach mal ein bisschen Text hinzu. Machen da nochmal eine extra Überschrift. So. Und jetzt machen wir nochmal hier einen Lorem Ipsum Text rein. Den kann man hier auch automatisch auswählen. Der soll natürlich eine etwas andere Schrift bekommen. So, wir sehen jetzt wieder hier die intelligenten Hilfslinien. Es wird automatisch daran ausgerichtet. Machen den Text ein bisschen kleiner und damit wir ein bisschen mehr Text haben, kopiere ich den mal ein paar Mal untereinander. So, und jetzt haben wir hier schon mal den Content für die Startseite gemacht. Wir erstellen jetzt eine weitere Seite und nennen die dann Informationen.
kopieren hier dann einfach mal eben unseren Inhalt rein. Und wir machen einfach noch mal eine dritte Seite Impressum. Auch hier kopiere ich jetzt die Inhalte einfach rein. So, verschiebe das noch mal eben. Und wenn ich jetzt in die Palette wieder reingehe, sollte es eigentlich schon klar werden. Wir haben einmal die Grundlagenseite, auf der halt unser Logo, unser Header, unsere Navigation, das Bild und die Hintergrundbereiche für Sidebar und den Content liegen. Und dann haben wir die verschiedenen Seiten wie Startseite, in der dann der Inhalt für die Startseite liegt, wieder mit eigenen Ebenen auch. Wir haben den Inhalt für die Informationen und wir haben den Inhalt für das Impressum. Das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Unterseiten erstellt, die die Inhalte beinhalten eben. Ne? Wir können jetzt hier zum Beispiel einfach noch, um das klarer zu zeigen, einfach in der Sidebar auf der Masterseite, die, wie gesagt, die Sidebar befindet sich auf unserer Masterseite, da gehen wir jetzt hin und bauen nochmal eine kleine Subnavi ein. So. Und färben die dann mal weiß. So, damit es ein bisschen schöner ist, können wir das Ganze jetzt hier mal eben kurz noch teilen. Ziehen so kleine Teilerstriche da eben rein. Machen die mal ein bisschen heller. Gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, aber wird klar, was wir machen wollen. Das heißt, wir haben jetzt auf der Grundlagenseite dann eine Subnavigation eingefügt, die auf allen weiteren Seiten auch zu sehen ist. Wenn man sich aber allerdings auf der Startseite befindet, kann man die Punkte von der Masterseite nicht anklicken. Man kann also wirklich nur die Inhalte für diese spezielle Seite bearbeiten. Damit sollte die Nutzung der Seiten in Fireworks ein bisschen klarer werden. Im nächsten Video erkläre ich dann, wie man das Ganze interaktiv gestaltet.